Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Mittwoch, dem 11. März. Und wir wollen hier wieder uns dem Forex-Markt zuwenden im Sinne des JFD-Devisenradars eben. Devisen hier im Fokus. Nachher so wollen wir dann aber auch sogleich im Live-Trading-TV den DAX beleuchten, der hier wieder im Rekordrausch zurück ist und hier die positiven Tendenzen tatsächlich umsetzen konnte. Aber fern vom DAX wollen wir uns jetzt hier dem Pfund zuwenden, British Pfund US oder auch Cable genannt, der sich hier wie folgt präsentiert. Wir sehen hier die unterschiedlichen Timeframes, wie üblich an dieser Stelle. Wir gehen mal ganz zu Beginn an diesem Video hier mal auf den Wochenchart ein, denn Sie werden wissen, das britische Pfund scheiterte ja hier in Anführungszeichen kläglich bei dem Versuch hier, sich nachhaltig über der Marke von 1,70 zu festigen. Es gab dann hier im vergangenen Sommer bei 1,7191 das Hoch, seitdem hier in einem absoluten Ausverkaufsmodus. Und wenn wir uns den Wochenchart jetzt mal genauer anschauen, dann sehen wir, dass wir hier ausgehend von den 2009er Tiefs hier vom Ausverkaufsmodus der Finanzmarktkrise früher 2009, also hier Februar, März vielmehr, sich dann hier eine Aufwärtstendenz etablierte, die sich hier zuletzt auch mit diesem Aufwärtstrend unterstreichen ließ. Zusätzlich zu diesem Aufwärtstrend fand sich hier im Jahr 2013 eine Unterstützung, ein klassischer Doppelboden hier, ganz fantastisch ausgebildet. Und die Konsequenz dieses Doppelbodens war eben hier die Anschlussrallye von Sommer 2013 bis ja gut Sommer 2014. Gute 12 Monate ging es hier sauber nach oben. Wir hatten hier auch eine schöne Divergenzausbildung, also ganz, ganz herrliches Setup nach klassischer charttechnischer Präferenz. Letztlich dieses Niveau hochbrisant. Und ich hielt auch schon vor längerer Zeit eine Möglichkeit oder die Möglichkeit für wahrscheinlich, dass wir eben diese Tiefs anlaufen. Aber Sie sehen hier, im Januar drehte das Währungspaar nach einem Tief bei 1,4950 hier wieder dynamisch nach oben. Allerdings nur bis zu diesem Bereich um 1,8385, der damals eine Unterstützung darstellte, hier vielmehr jetzt auch als Widerstand in Erscheinung trat. Sie sehen hier diese Kerzen, sie versuchten sich über das Niveau von 1,5385 zu etablieren. Es gelang nicht und zudem interessant, hier die Kerze vom Februar, die diese gebrochene Aufwärtstrendlinie noch touchierte, hier eine Art Shooting Star, war hier schon ein gewisses Schwächezeichen, ein mögliches Signal, was hier zur Vorsicht mahnte. Wenngleich ich generell oberhalb von 1,54 auch positiv für das Währungspaar kurzfristig gestimmt war, dominierten hier letztlich die Bären. Und wir sehen hier, diese Trendlinie wurde da in dem Kontext auch gebrochen, diese Abwärtstrendlinie auf Wochenbasis, ganz signifikant, aber sehr spannend eben, dass wir hier mit der akuten Schwäche, mit dem akuten Abverkauf zu den Non-Farm Payrolls aus der vergangenen Woche eben unter diese Trendlinie wieder zurückgeglitten sind und uns jetzt mehr oder weniger auf tiefem Niveau versuchen zu stabilisieren. Der Chart höchst kritisch und ich halte es immer noch für sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier in Richtung 1,48 abtauchen. Dieses Level, hier wie gesagt ein Doppelbodenbereich aus 2013, dürfte sehr, sehr interessant sein und dort sollte man auf das genaue Verhalten des Währungspaares achten, denn ein Durchbruch dürfte erhebliches Abwärtspotenzial nach unten freisetzen, eine Stabilisierung hingegen durchaus eine Erholungsbewegung ermöglichen. Aber wir hatten auch gestern den US-Dollar-Index ja in der Beschau, hole ich gleich mal noch mit drauf. In der Beschau und da muss man natürlich sagen, dass es hier sehr, sehr kritisch für viele Währungspaare aussieht, die hier in US-Dollar gehandelt werden. Der US-Dollar hier mit langfristiger Perspektive und das wollen wir uns dann gleich mal anschauen. Hier das Devisenradar auch auf der Startseite mal abzurufen. Jetzt aber hier auch im Kontext von Gold gestern den Dollar analysiert. Aber hier das ganz große Bild des US-Dollars. Sie sehen es hier seit Ende des Bretton Woods-Systems hier der US-Dollar-Index, der Index-Future sozusagen, der hier, also ein Warenkorb, der hier den Außenwert des US-Dollars darstellt. Und Sie sehen hier im Quartalschart diesen Ausbruch hier über diese langfristige Abwärtstrendlinie seit den 80er Jahren. Unglaublich aber wahr. Hier ist aber eine enorme Dominanz des Dollars zu spüren. Und das sieht hier wirklich ja, nach mittel- bis langfristig starken Dollaraufschlägen aus. Das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Dennoch hier Pullback-Rücksetzer, alles gar keine Frage. Das würde dafür sprechen, dass zum Beispiel das Pfund sich auch hier zunächst stabilisieren könnte auf Wochenbasis. Doch bis es soweit ist, warten wir erstmal ab. Schauen wir uns jetzt hier den Tageschart an. Der sieht jetzt so aus, dass wir hier eine Unterstützung gerissen haben und uns jetzt hier diesem Support-Cluster nähern. Ja. Faktisch ist, hier kam immer wieder Nachfrage auf in diesem Bereich um 1,5020, 1,5030. Diese Zone, wie gesagt, hier schon im Januar und dann auch zum Februar zuletzt immer wieder ein
Bereich, wo die Käufer wieder zurückkamen. Letztlich hier unlängst auch wieder eine leichte Bestätigung in der laufenden Handelswoche. Jetzt kommt es eben darauf an, können wir uns hier halten oder nicht. Da wird es jetzt interessant. Wir haben nämlich heute wieder News aus Great Britain. Und zwar 10:30 Uhr kommen hier die Industrieproduktion Januar, genau, und die Erzeugung vom produzierenden Gewerbe für Januar. Also wir haben hier Wirtschaftsdaten aus Great Britain und wir werden diese 10:30 Uhr wie bei JFD Live Trading TV unter die Lupe nehmen und uns die Reaktionen beim britischen Pfund genauer ansehen. Letztlich wird es spannend. Tatsache ist, solche News können hier starke Bewegungen initiieren. Einerseits wäre hier technisches Erholungspotenzial gegeben beim britischen Pfund, wenn wir hier weiter nach oben streben. Haben wir hier in diesem Bereich, ziehen wir das direkt rüber, eine erste Zielzone um 1,52. Das wäre ein Level, allerdings ein Widerstandslevel. Es kann genauso schnell wieder daran abbrechen. Das müssen wir rausnehmen. Keine Relevanz mehr. Und ganz signifikanter Widerstand ist hier knapp über 1,55. Das sehe ich natürlich heute keinesfalls. Aber die News könnten letztlich hier entweder eine kurzfristige Erholung einleiten oder aber hier einen Ausbruch nach unten initiieren. Und wenn der Ausbruch nach unten kommt, liebe Zuschauer, dann sieht das nicht gut aus. Danach das britische Pfund hier auf jeden Fall auf mehreren Timeframes ganz klares Verkaufssignal geliefert. Wir werden das, wie gesagt, nachher beleuchten. Ich freue mich, wenn Sie beim JFD Live Trading TV einschalten. Sie finden das auf unserem JFD Desktop. Automatisch geht dann hier sozusagen im TV-Fenster die Sendung los. Das soll es auch jetzt schon gewesen sein für die heutige Beschau des britischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar, auch Kelbe genannt. Hier im Stundenchartintervall gehen wir nachher drauf ein. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt schon mal einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, bis später. Ciao dabei, Ihr Christian Kämmerer.